Hallöchen, meine Lieben. Wundert euch nicht. Erstens, ihr seid mal wieder in der Küche, weil hier sind, wie ihr seht, ein paar Getränkedosen und die wollte ich jetzt nicht extra nach oben schleppen. Und wundert euch nicht, meine Nägel sind nicht gemacht. Hab einfach absolut gar keinen Bock da momentan drauf. Und wundert euch nicht, das hier ist im Prinzip nur auch hier so eine kleine Brandwunde, wie ich es jetzt neulich hier hatte. Und hier ist auch noch eine Wunde. Ja, und das große Pflaster einfach nur, damit die Salbe nicht durchquatscht. Und ja, ich stehe einfach auf große Sachen. Ha, so, im Action Hall. Und zwar waren wir gestern, also waren wir, das sind ich und meine Eltern, wir waren in Luxemburg. Meine Eltern fahren immer nach Wasserbillig, um da Kaffee und Co. zu kaufen. Und dann waren wir noch im Action in Echternach. Echternach ist, glaube ich, auch noch Luxemburg. Ja, doch, klar, Echternach ist auch noch Luxemburg. Deswegen auch keine Preise, weil ich nicht weiß, ob die jetzt anders sind als in Deutschland. Und wenn, ihr kennt ja die ganzen Actionpreise. Ich habe auf jeden Fall für diesen Einkauf glatte 113 Euro bezahlt und ich werde euch auch alles zeigen, auch wenn ich manche Sachen zehnmal habe, weil ist ja vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, was ich so kaufe und wie oft. Und ich muss aber direkt sagen, dass da jetzt nicht so viele neue Sachen bei sein werden. Es sind schon neue Sachen bei, aber die habt ihr bestimmt schon woanders gesehen. Aber vielleicht interessiert euch ja trotzdem mein dummes Gelaber oder generell. Hier sind auch noch ein paar andere Artikel bei und ich zeige es euch einfach mal vorab. Möchte ich euch hier erstmal hier die Getränke zeigen. Ich weiß auch nicht, ob es das in Deutschland gibt und da ich das nicht weiß, habe ich da jetzt mal zugeschlagen. Ich habe mir einmal diesen Mango hier gekauft. Juice Drink. Non-Carbonate. Ich habe keine Ahnung, was das ist, ne? Wirklich nicht. Hier ist auf jeden Fall Zucker drin. Ja, auf jeden Fall Mango einmal und Banane einmal. Eigentlich mag ich Mango sehr gerne, aber ah, das ist halt neu. Deswegen habe ich es nur einmal. Und Banane, ja, Banane mag ich auch sehr gerne. Kann lecker sein, kann aber auch eklig sein. Deswegen nur einmal. So, dann zweimal. Die gibt es, glaube ich, in Deutschland. Die habe ich nämlich, glaube ich, bei anderen Leuten schon mal gesehen. Gibt es diese hier? Candy Can in dem Geschmack Cotton Candy. Ist Sparkling, also mit Kohlensäure und ohne Zucker. Ach, bestimmt aber damit Süßstoff. Muss ja. Muss ja. Und hier steht Don't Drink and Drive, aber hier steht jetzt nichts von Alkohol. Also, dann haben die das bestimmt nur aus Scherz beigemacht, ne? Gum, Acacia, Easter Gum. Also, hier ist schon irgendwie so Gummizeug drin. Also, was heißt Gummizeug? Also, ich denke mal schon, das wird ordentlich Cotton. Aber das Cotton Candy ist doch Zuckerwatte eigentlich. Naja, egal. Hier, Zuckerwatte ohne Zucker. Geil. Oder? Ja, Cotton Candy ist doch Zuckerwatte eigentlich. Naja, und hier haben wir Bubblegum. Das gleiche. Auch spritzig mit Kohlensäure. Carbonated Water, Carbonated. Carbonated ist mir jetzt zu blöd, dass du. Hier gibt es denn hier nicht was Deutsches? Carbonated. Erfrischungsgetränk mit dem Geschmack. Lustig, Deutsch gibt es nicht. Also in Anführungszeichen, Deutsch gibt es nicht. Ne? Aber es gibt A, T und CH und nochmal extra CH. Ja. Lust, ja, ich. Soll jetzt nicht diskriminierend sein. Also hier steht, Erfrischungsgetränk mit dem Geschmack, da, ich zeig's euch auch mal, mit dem Geschmack von frischem Kaugummi, mit Süßungsmittelzutaten, Wasser, Kohlensäure, Säurungs, ah, carbonated water, dann ist carbonated hier gesprudeltes. Ach ja, also, Wasser, nee, Wasser, Kohlensäure, ja klar, Wasser, Kohlensäure, Zitronensäure. Boah, ich bin so. So, bevor wir jetzt hier lang dumm rummachen, ey. Ah, ich kann aber auch wirklich machen, dass so ein Video wieder eine Stunde dauert, ne? Und dabei möchte ich das ja noch nicht mehr. Übrigens, kleiner Tipp, schaut euch Videos in Zukunft vielleicht auch mit zweifacher Geschwindigkeit an. Ich bin ja eigentlich schon Schnellredner, aber ich kann kein Video mehr ohne zweifache Geschwindigkeit gucken, selbst meine eigenen nicht. Ey, da schläft man ja ein. Ja, carbonated heißt einfach nur mit Kohlensäure. So einfach ist das. Ja, okay. Dann haben wir hier das hier, Fernandes Cherry Bouquet. Das war das Einzige, wo ich drei Dosen von gekauft habe, weil
Alles, was mit Himbeer oder Kirsche ist, liebe ich eigentlich grundsätzlich. Und die habe ich natürlich schon eins getrunken, weil sonst wären ja noch drei da. Ey, das ist so geil, das ist so geil. Natürlich auch ein Zuckerwässerchen, ganz klar, mit Zucker. Aber das ist so geil. Ich liebe so chemische Geschmäcker. So, wenn irgendwas so künstlich schmeckt, so chemisch, so überhaupt nicht der Kirschen, so überhaupt nicht natürlich kirschig. Und das schmeckt genauso. So richtig billig, schmierig, das weiß ich nicht so. Ja, geil, richtig geil. So, und dann habe ich hier noch Cassis. Ja, und das ist so geil in Frankreich. Ich kann nicht viel Französisch, ich kann nur Hallo, wie geht's? Je m'appelle Christina, tu t'appelles comment? Ça va Pierre, bon voyage. So normale Sachen, oder wenn ich bin ja Hotelfachfrau, so beim Bedienen, bon rouge, bon blanc und so Standard-Skills, ne? Excuse moi und so. Naja, auf jeden Fall, wenn ich im Action war, ich dann und wollte diese Magnetikwimpern haben. Ich so, excuse moi, und dann rede ich in Englisch weiter, do you have, also haben Sie? Und sie antwortet mir dann auf Deutsch, nee, sorry. So, ach, okay, dankeschön. Das ist so geil, weil ich bin immer so irgendwie, keine Ahnung, mein Kopf macht da nicht Klick, immer wenn ich in Luxemburg bin oder so, wo Leute untereinander Luxemburgisch oder Französisch reden, denke ich mir, die können sonst auch, die verstehen mich als Deutsche nicht, aber wenn man dann mit denen mal sprechen würde, aber ich will ja auch jetzt nicht so, wenn man mit denen sprechen würde, würde man wissen, die könnten Deutsch, aber ich will ja auch jetzt nicht zu forsch sein oder ich will ja jetzt auch nicht irgendwie denen zu nahe treten und die direkt auf Deutsch anlabern, weil ich habe ja nicht das Recht darauf, dass Leute Deutsch sprechen, wisst ihr, wie ich meine? Und ja, ist immer lustig, ist lustig. So, dann hier, das war im Angebot. Ich weiß jetzt nicht, ob auch in Deutschland, aber das denke ich mal schon. Hier, Arizona, Eistee, Strawberry Lemonade. Und ja, davon habe ich auch zwei. Weil ja, mit Arizona macht man meist nie was falsch. Und Mucho Mango, Cowboy Cocktail. Ja, auch mit Zucker. Aber wie gesagt, wenn ich oben bastel, dann brauche ich Zucker wegen meinem Zucker. Und hier eine Orangina, die habe ich schon leer, weil ich die unterwegs brauchte, weil mein Zucker eben auch mal nach unten ging und nicht immer nur nach oben. Ja, der ging schwer nach unten. So, dann kommen wir aber jetzt ja, zu Sachen, die nichts mit Basteln zu tun haben. Das sind aber auch nur drei. Und zwar habe ich mir mal diese hier gekauft, Cold Wax Strips. Und zwar sind das einmal, dann denke ich mal so große, da sind 22 Stück drin, beziehungsweise 11x2, weil die kleben ja so aneinander und dann hat man die Seite und die Seite zum Verwenden. Und zwei Finish Vibes, keine Ahnung, gegen Finish Vibes. Also, die waren, was ich denke mal, Cremetücher, oder? Die größeren Streifen sind für Beine und Arme, die kleineren Streifen sind für die Bikini-Zone. Hier ist drin 22 ja, Kaltwachstrips, Kaltwachsstreifen. 16, aha, hier steht's. Hier sind 6 mal 13,5 cm. Wachs-Size, Paper-Size. Ach so, okay. 16 mal 6,13,5 cm, das ist die Fläche, wo das Wachs drauf ist, und 9 mal 18 cm ist die Fläche des kompletten Papieres. Und wir haben 6 mal 2 mal 7,5 cm. 6 mal 2 mal, ja, genau. Ihr seht's ja da. Und 2 mal die Finishing Stripes, das sind Pflegetücher, ja. Aber ihr kennt ja auch, denke ich mal, also die meisten noch sind hier, das sind Kaltwachsstreifen. Ach ja. Und die reibt man dann, glaube ich, erstmal so, damit das Wachs ein bisschen zäher wird. Reibt man das so, zieht die ab und batscht sich die Dinger dran, reibt es dann an die Haut und zieht es gegen Wuchsrichtung ab. So müsste das klappen. So, und dann habe ich das gar die ganze Chose nochmal nur für Bikini. Möchte ich aber, also ich muss ehrlich sagen, die Haare in der Intimregion, die haben ja eine mordsmäßige Wurzel. Ich glaube nicht, dass ich mich traue, das jetzt da unten rum wirklich zu benutzen. Die sind so groß. Ich werde es doch, obwohl, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich es vielleicht selbst mache, habe ich vielleicht Schiss, aber
Vielleicht könnte ich jemanden fragen, der es mir macht. Dann wäre das vielleicht nicht ganz so schlimm. Ich schau mal. Aber ich habe mir gedacht, hauptsächlich für meine Beine, weil ich habe Ultra-Probleme mit juckender Haut. Wenn ich mir die nass rasiere, egal ob mit Duschgel, mit Rasierschaum, einfach nur nass oder trocken oder was weiß ich, es juckt wie die Hölle. Was ich nochmal ausprobieren möchte, ist ein Epilierer, aber wenn ja Wachs funktioniert, sie epilieren ist ja auch Haare rausziehen, aber wenn Wachs funktioniert, dann weiß ich, okay, investiere Geld für den Epilierer. Was ich sonst mache, ist einfach mit einem Langhaarbartschneider einfach, also mit einem elektrischen Haarschneider einfach, aber das wächst ja ultra schnell nach und hast du Stoppeln, ach weiß ich nicht, es ist einfach Mist, ey. Im Winter macht mir das ja nichts, da habe ich wieder Wollhaare an den Beinen. Das ist mir auch wurscht, ne? Lange Hose, ihr wisst Bescheid, Mädels, wenn man mal ehrlich ist. Aber im Sommer mit einer schönen kurzen Shorts will man ja schon nicht gerne Haare haben, ne? Naja, mal schauen. So, dann habe ich, übrigens auch wenn ich meine juckenden Beine auch nach dem Rasieren eincreme, das bringt alles nichts. Egal ob mit Urea oder ohne, mit Aloe, bringt alles nichts. So, die hier, das ist eine Lidschattenpalette, die fand ich toll, weil ich habe immer nur so bunte Farben. Und ja, die finde ich richtig hammermäßig geil. Die hat allerdings meine Mutter mir gekauft, weil ich war da zu geizig für. Hier haben wir sogar so einen Primer, das ist hier so ein bisschen cremig. Dann haben wir hier drei ganz dolle Glitzerdinger, drei metallische. Und die Glitzerdinger, boah, die sind echt wirklich übel. Ich zeige es euch mal. Ich zeig die euch mal so. Und ich habe schon Angst, das irgendwie zu benutzen, weil ich hatte es gestern, guckt mal hier, da ist noch rot, weil das nicht abging. Ja, nicht wundern, falls ihr euch mal wundert, was das ist. Ja, mit 12, mit dem Zirkel, mehr sage ich nicht. So. Also, dieser Lidschatten, guckt mal, wie krass. Boah, und wenn ihr das jetzt in echt sehen würdet, doch, wenn ich ganz nah ran halt und es unscharf, seht ihr das? Das ist nochmal rosa und grün innen, also, ach man, doch, ihr seht das, guckt euch das mal an, wie krass das ist, ja, und je mehr man das jetzt verreibt, desto mehr Glitzer hat man überall, also da muss man echt aufpassen, boah, krass, ey, das geht echt nicht weg. Auch hier, wenn ich da mit meinem T-Shirt jetzt reibe, habe ich immer noch Glitzer. Also muss man aufpassen. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Wollt ihr übrigens ein Bild von dem Tag sehen? Vielleicht, oder? Ich zeige euch mal ein Bild von dem Tag. Da, das bin ich mit Mamas Hund von gestern. Und dann nochmal. Ha, der Hundi. Der Hundi ist so goldig. Das ist ein Spitz. Aber guckt mal, der sieht aus wie ein Panda. Wie so ein kleiner Rotpanda. Guckt mal, wie goldig. Ja, so ist das. So ist das. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zu den Bastelsachen. War ja auch, wird ja auch endlich mal Zeit. So, ich habe mir einmal diese selbstklebende Folie gekauft. Eigentlich wollte ich nach wie vor immer noch die silberne mit dieser Plesch-Optik, dieser Werkstattoptik, gibt es nicht. Aber die fand ich auch ganz in Ordnung, aber nur einmal, weil braucht man auch nicht ständig. Und hier gibt es nochmal Spiegel-Silber. Die gibt es auch in gebürstet Silber, aber ich brauchte nochmal die Spiegel-Silber. Dann habe ich diese Boxen hier, das sind die Aufbewahrungsdinger. Hole ich jetzt nicht alle ins Bild, aber ich sag's euch, die habe ich nochmal 5-mal mitgenommen. Dann habe ich diesen Stoff nochmal, den gibt es ja in dieser Farbvariation. Das ist so ein helleres Türkis. Und dann gibt es die nochmal in der Farbvariation. Also ich finde, da ist jetzt kein allzu krasser Unterschied, ne? Aber naja. Ja, und die hatte ich ja auch schon mal 5-mal oder so, keine Ahnung wie oft. Auf jeden Fall habe ich da schon 3-mal von verwendet und deswegen musste noch mal was mit. Habe ich noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-mal. So, dann habe ich mir gekauft diese hier, weil die habe ich in Deutschland tatsächlich
schon lange nicht mehr gesehen und da war, die musste ich unbedingt haben, weil ich ja da auch verschönern will für Weihnachten oder so. Und zwar sind das A6 Schreibblöcke liniert, 100 Blätter sind drin, ja, haben auch hier einen Papprücken, hier oben eine Bindung. Und da kann, muss man ja einfach nur ein Stück Karton wiederum oben aufkleben, dekorieren, fertig. Wer noch will, könnte auch so ein Klappcover machen oder eine Einstecktasche oder so. Schaue ich mal, wie ich es am besten mache. Ich denke schon, dass ich eher so eine Tasche formen werde. Schauen wir mal. So, dann, ach, hier ist noch was nicht bastliges. Servietten, guckt mal. Die kosten, glaube ich, 99 Cent, das weiß ich. Also zumindest in Luxemburg. Guckt mal, oh, die sind so toll. Batik. Ich liebe, liebe, liebe Batik. Boah, und dann waren wir auf dem Rückweg durch Daun und so fährt man ja dann vorbei, also wenn man nach uns will. In Daun waren wir noch beim Dönermann essen. Oh, und in Daun war ein Bazar, so, ja, Bazar, Flohmarkt, Markt. Flohmarkt war es nicht, Markt. Und da sind immer dann die Kleiderständer. Aber wir waren leider nicht drauf, weil es war halt auch schon spät und wir hatten auch keinen Bock mehr. Wir wollten nur noch was essen und nach Hause. Und auf jeden Fall dieser Kleiderfritze da, der da war, der hatte lauter so Batik-Sachen. Ach Mann, ey, ich wäre gerne aus dem Auto gesprungen und der hingelaufen. Ja, ach, ich liebe es, ich liebe es. Jetzt, wo ich auch ein bisschen dünner bin, passe ich halt auch wieder in normale Größen, also fast. Ich bin von oben rum 56, knapp 58 teilweise, ich habe so ein breites Kreuz, bin ich auf einem, ja, 50, 52, 54, je nachdem, wie es ausfällt, passt auf jeden Fall. 52 passt meist immer mittlerweile. Hosengröße, ich war bei einer so 52, 54 teilweise, je nachdem, ob mit oder ohne Stretch. Und jetzt bin ich bei 46, 48, je nachdem auch, ob mit oder ob ohne Stretch. Ja, 30 Kilo weniger macht sich schon bemerkbar. So, weiter geht's intakt. Das hier war ein Zufallsfund. Das lag nämlich, beziehungsweise alle drei lagen in ganz verschiedenen Regalen. Das eine lag da, das eine lag da, das eine lag da. Ich habe auch noch geguckt, ob mehrere Farben da waren. Leider nein. Ansonsten hätte ich mir natürlich von jeder Farbe eins und von, ich denke mal, weiß gibt es dieses Mal auch wieder. Mal weiß hole ich meist immer so 10, 20 Mal. Weil weiß kann man immer einfärben. Aber naja, hier habe ich einmal blau. Ich habe die aber auch noch von den letzten Malen. Nicht so großen Farbunterschied dürften die ja eigentlich nicht haben. Ja, und zweimal Champagner, weil ich habe mir gedacht, das ist immer für meine Unterwasser. Und Galaxy ist toll. So, und wenn das Schicksal es so will und Hitti hier zweimal im Regal liegen, jawohl, dann nehme ich zweimal mit, weil Champagner, Gold, Farben ist auch immer edel. Passt auch überall zu. Fertig, warum denn nicht? Also, die armen Dingerchen, die brauchen auch ein neues Zuhause. So, dann habe ich da diesen Baker's Twine bekommen. Den kennt ihr, sagt, der ist uralt. Ich habe den aber bis jetzt immer vergessen beizuschauen. Und ja, ich glaube, es gibt auch nur die fünf Farben. Das Fach war voll und die hatten zumindest nur die fünf Farben. Hellblau und da ist auch noch halt so ein Metallic-Garn immer bei. Braun-Gold, was das sein soll. Grün-Gold, nee, auch grün. Grün-Grün, Grau-Silber und Rosa. Rosa, genau. Dann habe ich 10-mal diese Kugelschreiber und das ist ja das Praktische, dass man die auseinanderschrauben kann und statt diesem Muster sich ein eigenes Muster reinmachen kann, habe ich mir gedacht, in Verbindung mit den Notizblöcken auch für Weihnachten. Ja, Weihnachten, ihr lacht, Weihnachten. Ich bin halt eine arschfaule Sau, was Basteln angeht, ne? Und da muss ich jetzt schon mir die Sachen holen, damit ich hin und wieder mal was mache, damit an Weihnachten alles fertig ist, ne? Also was Basteln anbetrifft, ich habe so zigtausend Ideen und will nie das machen, wofür ich gerade Material zu Hause habe. Das ist wie verhext, ne? Man will immer genau das basteln, was man gerade nicht hat. So, dann dreimal die. Ja, und die Zusammenstellung der Mengen beruht darauf, dass einfach nicht mehr im Regal waren. Mir ist es, ich weiß nicht, hier diese Unterwasserdinger, die werde ich vielleicht sogar so lassen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die Muster so ja auch sehr, sehr schön. Vielleicht lasse ich die auch so. Vielleicht lege ich auch nur einfach ein Zettelchen extra dazu, wo der neue Besitzer sich selbst was reinmachen kann, aber nur Martha oder Susanne oder so in den Stift zu machen, ist auch immer so langweilig, ne? Dann ist so ein Motiv schon pfiffiger. Mal schauen.
Einmal dieses, dann hatten sie noch was mit Leopardenmuster und so, aber das finde ich immer zu kitschig. Ich habe gestern sogar eine Leopardenhose angehabt, also eine Jeans mit pfiffigen Leopardenmuster, nicht so Oma-Leopardenmuster. Also ich bin schon Leopardenmuster-Fan, aber nicht, wenn das dann in dieses, ich kann das nicht beschreiben, also das Action-Leopardenmuster, gefällt mir ja gar nicht, ne? So, hier haben wir dann mit Faultieren und ein bisschen gemustertes und so Zeug. Zweimal und einmal noch das hier. Das finde ich auch sehr schön. Das war auch nur einmal da. Das mit Tukans, hier Safari, Dschungel, Flamingo. Das ist, muss ich ehrlich sagen, eigentlich gefallen mir die mit den Faultieren immer am besten. Bei Faultiere gab es auch schon mal. Aber ich finde diesmal dieses hier am schönsten. Ja. So, dann einmal noch dieser Block. Ich habe in einem Haul mal gesagt, dass ich den gar nicht so schön finde. Ist auch so. Aber die überwiegende Anzahl der Blätter ist dann doch schön. Sodass ich mir gedacht habe, der lag da übrigens auch verlassen und allein. Die anderen Muster gab es noch, aber ihn gab es nur noch einmal. Und da habe ich gesagt, komm, nimmst du mit. Also ich finde ja Hitters hier zum Beispiel schon schön. Ne? Das auch. Das auch. Oh, guck, da fehlt eins, ne? Boah, verarscht. Ne, doch nicht. Auch schön. Also die ganzen Batikmuster sind schön. Das auch noch schön, weil hier oben ist nur ein bisschen Folierung. Das hier. Das hätten sie sich echt sparen können. Das ist hässlich. Dementsprechend auch das, weil das ist schön. Also heißt schön. Für die richtigen Projekte ist es schön. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Ja, ist scheiße wegen den Punkten, aber eine Box kann man rausmachen. Ist in Ordnung. Das ist toll. Das ist super genial. Super genial. Ich weiß nicht warum. Gefällt mir einfach. Das ist auch ganz toll. Ja, hier auch wieder die Punkte. Warum? Ey, dem das eingefallen ist, dem gehört echt der Arsch gekloppt. Oh Mann, ja, das ist auch schön. Und ich muss euch sagen, ja, das ist, ja, kann man benutzen, aber ich tue mich mit den Punkten so schwer, ne? So, dann habe ich endlich, also in Deutschland immer geguckt, nicht bekommen. Endlich habe ich das hier bekommen. Endlich. Ich weiß aber nicht, ob es komplett ist, weil es lag da im Dings. Im Dings. Es lag im Dings, Christina. Super. Im Regal einfach rum und zerflettert. Und Hitters Ding, da weiß ich auch gar nicht, ob das dazu gehört. Das lag da auch einfach rum. Doch, gehört dazu, weil es ist oben fest. Ich denke mal, genau, ist ein Schutzpapier. Und das ist halt Kohlepapier. Doch, ich denke mal, das ist doch, ist scheint noch komplett. Da weiß ich auch, 89 Cent. Da habe ich nämlich überlegt, nimmst du das mit, auch in der Gefahr, dass es vielleicht nicht komplett ist. Und ich habe mich dann entschieden, ja, nehme ich mit, weil ich möchte es haben. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich sonst Kohlepapier großartig herbekomme. Und ich bräuchte eigentlich keins, weil ich kein Zeichner bin. Aber wenn man es mal bräuchte, hat man es, ne? Also schon sehr geil. So, da noch ein Anflug von geistiger Ummantelung, was weiß ich, geistiger Schwäche. Ich habe mir diese hier mal mitgenommen, dreimal. Ey, wisst ihr was? Als ich letztes Jahr Anfang dieses Jahres meine Aufmistaktion im Bastelzimmer hatte, ne? Hat man ja dann auch mal gesehen, ich habe wirklich alles, jedes kleinste Bastelding in der Hand gehabt und gesortet, sortiert und geordnet. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich habe ganz viel Uni-Farbkarton, ganz viel. Ja, man muss halt nur drankommen, ne? So, und immer, trotzdem denke ich mir immer zusätzlich noch, ich habe nicht genug. Vor allen Dingen, wenn dann hier irgendwas mit ganz vielen Farben ist,
tick ich aus, weil ich habe immer das Gefühl, ah, gelb habe ich nicht, orange habe ich nicht, ah, diesen Blauton habe ich nicht. Naja, wie dem auch sei, ich habe mir die mitgenommen und ich glaube, die waren 1,99 Euro. Und auch wenn die im Aldi da sind, ne, dann kaufe ich die halt meist auch. Aber naja, und ich habe auch noch vom Folie, also ich habe eigentlich Karton. Was ich nur nicht habe, ist farbigen Karton in 30x30. Da habe ich, glaube ich, 5-6 Bögen tatsächlich nur. Aber damit mache ich auch nichts. Das ist eher für die Layouter, also für die Leute, die Layouts machen, interessant. Naja, ich habe diesen hier mitgenommen, 24 Farben, 270 Gramm. Kennt ihr sicherlich auch schon alle. Ist richtig dicker, fetter Cardstock. Und das ist auch größer als A4, meines Wissens. 24 mal 34 Zentimeter. Genau, dreimal. So, dann kommen wir zu den letzten zwei verschiedenen Artikeln. Und da habe ich mir ja fast in die Hose gepisst. Oh, jetzt habt ihr es schon gesehen. Und zwar bin ich eigentlich nur wegen einer Sache hingefahren. Naja, wegen zweien und habe tatsächlich auch beide bekommen. Was ich nicht bekommen habe, sind die flüssigen Aquarellfarben, aber die sind ja ganz neu und auch die runden Stanzen, aber die sind ja ganz neu, also das dauert halt. Aber was ich bekommen habe, was ich auch unbedingt wollte, sind diese Paperpads mit Holofolie. 36 Sheets, 12 Designs und zwar wollte ich dieses Design haben, das habe ich 6-mal bekommen. Und ja, ist mir egal, ob ich was weggekauft habe. Also wer jetzt irgendwie nöbelt, warum 10-mal? Ja, Leute, weil ich es kann. Punkt aus. Warum denn nicht? Die Sachen müssen auch gekauft werden. Und denk doch mal an den Nächsten. Ja, würde der denn an mich denken? Nö. Also, warum? So. Ach, das ist ganz dünnes Papier. Hier. Wie in den 15, obwohl, ne, ist ein bisschen dicker als in den 15x15. Hier steht jetzt nicht drauf, welche Grammatur. Ich würde mal so sagen 100er. Ungefähr 100er. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen, aber ich nicht. Und ich habe mir die tatsächlich im Laden auch nicht angeguckt. Haben wir normal. Hä? Wo ist denn die Folie? Naja, vielleicht hat nicht alles Folie. Normal. Schön. Aber die Muster finde ich ganz toll. Wirklich ganz toll. Da, die Gießkanne kann man auch selbst anmalen. Ich finde diese Blöcke traumhaft. Da, ich finde es wunderschön. Wunderschön. Ich melde mich, wenn hier was mit Holo kommt. Boah, das ist ein Traum, ne? Da, das hier. Da, das Glitzer. Aber ich dachte, da wäre Folie. Naja, da ist Glitzer jetzt. Auf den Punkten. Hier auch. Da auch. Boah, guckt euch das an. Da ist auch Glitzer. Auf dem Blatt. Da seht ihr da, wo es ein bisschen schimmert. Aber nur auf dem grünen Blütenblätterstängel. Da ist Folie. Da ist Holo. Wobei das jetzt auch wieder nicht hätte sein müssen, ne? Da auch. Boah, das ist potthässlich. Ey, Alter, wie kann man das nur so verschandeln? Das sind Blumen und quasi alle Blätter. Alle Blätter haben sie mit Holo. Und dann auch noch nicht immer mit irgendeinem Gerippe eingezeichnet, sondern wirklich... Oh Gott, das ist... Oh, die Blätter landen im Müll. Also nicht im Müll, aber die werden direkt mal für Prototypen verwendet. So, und hier ist noch das Deckblatt quasi, was man benutzen kann. Ja, ist ein Deckblatt, was man benutzen kann, um Streifen rauszuschneiden. Das ist ja furchtbar. Also ich fand ja schon das furchtbar. Also die Folie hätten sie sich sparen können. Naja, macht ja nichts. Den Block auf jeden Fall 5-mal und... 6-mal. Und diesen hier auch 6-mal. Und, tut mir leid, der ist sehr wahrscheinlich, das alles mir. Es sei denn, ich komme am Wochenende, die hatten nämlich Hanteln und ich mache momentan ein Muskeltraining. Sehr viel sogar, leider. Die hatten im Action 3 Kilo Hanteln. So, aber bei uns im Action, also
bei uns, wo ich hier wohne, im Action, neben dem Action ist noch der Decathlon. Eigentlich wollten wir mal ins Decathlon gucken und gucken, ob für so Kurzhanteln es nicht günstiger ist, so eine Kurzhantel zu kaufen, wo man Scheiben dran machen kann und wieder auswechseln kann. Weil wir bräuchten eigentlich noch 7,5er und 3 Kilo. So, und schauen wir mal. Auf jeden Fall so oder so fahren wir am Wochenende nochmal ins Action. Wenn ich die dann nochmal bekomme, nehme ich welche mit. Aber ansonsten bleiben die komplett in meinem Besitz. Also bin ich gnadenlos, ne? So. Ich meine, mittlerweile kommt fast jeder irgendwann mal zum Action. Aber, ja. Ich möchte mir das jetzt nicht unbedingt anfangen, für Leute Actionmaterial zu besorgen. Also für meine Spusis. Hin und wieder mal, wenn ich sowieso da bin. Aber das sind meistens ja auch keine... Boah, geil, oder? Ich habe da eine Hose von. Das sind ja meistens dann auch keine ganzen Einkaufstüten voll, ne? Und wenn das dann damit anfängt, dass es ganze Einkaufstüten wären, wäre schon krass. Also es gibt so Gruppen, wie gesagt, habe ich ja schon mehrmals erwähnt, die nehmen dann eine kleine bis hin zur doppelten Aufwandsentschädigung. Aber ich weiß nicht, ich wollte mich mit meinem Shop wirklich auf so kleinere Basteleien und also Bastelprodukte beschränken. Und ja, mal schauen. Ich meine, deswegen kann ich für die Zukunft schon mal schauen, vielleicht, ob ich mein Konzept mal ändere. Boah, das ist wiederum schön hier. Aber mal schauen. Auch schön. Es gibt halt schon genügend Leute, die halt anderen Leuten Action-Sachen besorgen. Und bei mir, weil ich es eben kann, weil ich würde auf jeden Fall nicht nur eine Aufwandsbeschädigung berechnen. Sagen wir mal, ein Stempel, der 79 Cent kostet, den würde ich für 1,50 verkaufen, weil es so ist, weil es mir als Händler nichts bringt, Sachen für den EK zu verkaufen. So, und die Leute, die dann einkaufen gehen, die berechnen dann 1 Euro. Manche berechnen auch ohne Gewerbe 1,50 €. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ne? Und werden dann noch hochgelobt bis zum geht nicht mehr. Und die können sich dann ein ganzes Leben finanzieren und müssen nicht arbeiten und sitzen mit dem Arsch zu Hause. Und müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, ihr könnt mir auch unterstellen, dass ich neidisch oder gierig bin. Ja, mit Neid oder Gier hat das nichts zu tun, sondern es ist Hass. Es ist richtiger Hass auf diese Menschen. Stehe ich auch zu, aber das ist wie gesagt ein anderes Thema. Aber ich denke mal halt, wer Action-Sachen haben will, der würde sich automatisch an so Leute wenden und nicht an mich. Wisst ihr, wie ich meine? So, und ihr habt jetzt gerade vielleicht schon gesehen, das war der Hauptgrund, warum ich ins Action wollte, weil ich möchte damit Sachen machen. Ja, dazu dann später mehr, wenn ich es gemacht habe. Und zwar habe ich sie tatsächlich bekommen und da war ich, oh, ich war so glücklich. Ich habe wirklich fast geweint. Und zwar sind das diese Hologrammsticker. Ich habe sie mir auch noch nicht angeschaut. Ich bin am Überlegen, ob wir uns die gerade mal zusammen anschauen. Boah, ich habe immer so Angst vor Messern. Nee, eigentlich nicht. Ja doch, schon so vor Skalpellen. Aber hier die Messer, ne, die gab es mal bei uns in der Metzgerei geschenkt. Also wie gesagt, ihr seid gerade in meiner Küche, unter mir ist Steckschublad. Und die sind so scharf, da habe ich mir mal, wenn man das sieht, da in den Finger geschnitten bei Melone aufschneiden. Und das musste genäht werden. Und ja, sie schneiden sehr gut. So, Holostickers. Das hier ist das mit dem bunten Rand. Oh, das ist aber entweder ein Produktionsfehler oder keine Ahnung. Aber macht nichts. Für meine Zwecke ist das super. Ja, ist ein leichter Farbverlauf, wie man sieht. Von gelb, dann lila nach pink. Ja, und vor allen Dingen, ich hätte die sowieso mindestens 2-3 Mal mitgenommen, weil jede Farbe nur einmal drin ist. Aber ihr kennt die ja auch schon. Also wer hier die jetzt nicht nochmal sehen will, schaltet am besten ab, weil ich habe jetzt nur noch die ganzen Holo- und Marmorblöcke zu zeigen. Mehr kommt jetzt nicht mehr. Dann diesen Block. So, 2, 4, 6, 8 Mal. 8 Mal.
Ach komm, wisst ihr was? Ihr habt sie bestimmt ja eh schon gesehen. Ich zeige die jetzt nur von vorne. Also die sind alle so aufgebaut, wie der, den ich euch gerade gezeigt habe, nur andere Farben. Und hier seht ihr es auch. Hier auch wieder mit Farbverlauf. Hier mit Farbverlauf. Diese Farben sind in dem mit dem rosa Rand. Dann auch achtmal eigentlich diesen mit dem blauen Rand. Da sind die Farben drin. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den bunten zehnmal habe. Ich habe immer im Kopf, bunt ist bunt, aber wie ihr gesehen habt, im Blau sind auch bunt, überall ist bunt drin, egal. So, dann gibt es die hier, die gucke ich mir aber an, weil ich die selbst auch noch nie in einem Haul gesehen habe, weil fast jeder kauft immer nur die Holo-Dinger. Und die hat das mit Roségold. Fünfmal. Die komischerweise, ich habe in anderen Halls gehört, sie hätten nur die Holo-Dinger geholt, weil ihnen die Marmor-Dinger nicht gefallen. So, und bei Hit im Action war das so, dass die Marmor alles voll war, nicht Marmor, Holo alles voll war. Und Marmor, wie ihr schon hier an meiner Ausbeute seht, weil die hätte ich auch 7-8 Mal mitgenommen, die waren nur noch begrenzt da. Also gefällt den Leuten im Großteil dann schon eher die Marmoroptik. Ich habe insgesamt dafür, ach, die sind doppelt. Ich habe insgesamt 42 Blöcke ergattern können. Okay, hier die Muster sind jeweils doppelt drin. Ja, aber mit dem Holo-Blatt habe ich was ganz anderes vor als hiermit. Also hiermit natürlich flächig irgendwo draufkleben mit dem Holopapier. Das möchte ich eher ganz normal wie selbstklebende Folie verwenden und eventuell auch was da ausplotten. Ich muss auch unbedingt meinen Plotter mal mehr verwenden. Und ja, den goldenen, den habe ich mit den goldenen Adern, den habe ich auch fünfmal. Wie gesagt, ich habe noch ein Ding mir geleistet vor einer Woche ungefähr, vor 2 Wochen. Das wird damit Verwendung finden. Sehr geil, oder? Also schon sehr schön, die Marmordinger hier. Boah, das ist schön. Schön, schön, schön. Sehr, sehr schön. So, und die hier, die habe ich, glaube ich, ja, 6-mal. Den habe ich 6-mal. Boah, schön. Also so blau, hellblau und dann Gold und Marmor. Ah, der ist wie der Roségoldene. Ja, lustig. Der ist wie der Roségoldene. Zumindest das eine Muster. Sehr cool. Sehr cool. Ja. Lustig. So, ihr Lieben, das war's dann tatsächlich. Wie gesagt, war jetzt nicht viel Verschiedenes, war aber viel halt. Ne? Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Und ja, man hört sich, man sieht sich. Tschüss. Na, komm auf Stopp. Tschüss.